zurück, Teil 2. Soweit ist jetzt alles geschliffen worden, der Füller ist drauf. Dann wurde nochmal geschliffen. Pass es lieber nicht an. Ja, mal. Mein Kofferraumdeckel, der ist auch schon geschliffen worden. Hier ist nur Füller drauf, der muss noch geschliffen werden. Dann haben wir hier die Kotflügel. Die müssen auch noch geschliffen werden, da ist auch nur bis jetzt Füller drauf. Bei dem Spoiler, da muss man ein bisschen was kleben, weil diese Mutter hatte sich da ein bisschen eingefressen. Die waren ein bisschen rostig, die mussten wir erstmal rausholen. Und dann habt ihr das mit, was für Kleber habt ihr das geklebt? Zwei Komponentenkleber, BMW oder so, die Kleber. Ja, das haben die Jungs dann zusammengeklebt und den anderen, den Untersatz, wo ist denn hier? Den haben sie dann auch nochmal mit dem Kleber geklebt, weil das uns auseinandergebrochen ist beim Abschneiden vom Kofferraumdeckel. Es ist einmal gebrochen, haben wir alles wieder schön geklebt. Da kann ich jetzt eigentlich mal ein Bild einblenden. Das habe ich fotografiert, aber da haben wir nicht gefilmt. Und gucken wir uns mal das Auto an, wie der Stand von der Karosse jetzt ist. Es wurden ja die Radläufe bearbeitet und breit gemacht. Ich glaube, wie habt ihr das gemacht? Einmal aufgeflext und dann in die verzinkt? Ja, wir haben quasi hier aufgeschnitten. Dann 2 cm das Blech nach außen geholt, also Innen- und Außenradkasten. Dann alles wieder verlötet und dann ja, alles geschliffen. Dann haben wir es verzinnt, also alles in Metall und dann ja, zum Schluss nur noch eine Schicht Feinspachtel drüber und dann Füller. Das war's. Also so wie man es macht, wenn man es professionell macht. Wenn man es jetzt sieht, der Übergang, der ist echt top geworden zur Karosse. Schön. Nee, wir machen jetzt alles sauber. Reißen das Papier weg, decken das Teil neu ab und dann können wir heute wahrscheinlich schon Basislack drauf spritzen. Der Rost wurde ja soweit von der Karosse auch alles entfernt. Jetzt haben wir schon, heute ist Dienstag, oder? Ja, ich verliere vor lauter Schleifen den kompletten. Also heute ist Dienstag, der 7.5. Das ist genau, naja, eine Woche und zwei Tage. Eine Woche haben wir jetzt noch Zeit. Das wird sportlich. Sehr, sehr sportlich. Ich weiß gar nicht, können wir euch noch irgendwas zeigen? Da hinten liegt meine Stoßstange, die ist auch bis jetzt nur gefüllt und muss auch noch geschliffen werden. Alles, wenn sich umschleifen. Schleifen, immer schleifen. Ja, naja, sieht man nicht viel. Ist halt ein bisschen verbreitert. Ansonsten, ich hoffe, morgen kann er lackiert werden. Oder eigentlich war der Plan, dass die Karosse heute lackiert wird. Gucken wir mal. Aber es ist keiner mehr da außer mir. Und sind alle schon abgehauen, die haben alle keinen Bock mehr. Ja. Die halbe Werkstatt ist voll mit deinen Teilen. Da liegt ja. Natürlich. Da liegt eine Tür, da sind die Schweller. Ja, ich hoffe, dass das Auto dann morgen endlich lackiert wird, weil ab morgen haben wir nur noch 7 Tage. Dann wird es sehr eng. Wir müssen das Auto ja noch zusammenbauen. Das Auto soll eigentlich, das steht ja schon seit 6 Jahren, hat es keinen TÜV mehr. Ich wollte eigentlich, dass ich am Wörthersee ein bisschen mit dem Auto fahren kann, dass ich nicht jedes Mal das Auto auf den Hänger packen muss und jeden Weg mit dem Hänger fahren muss. Deswegen hoffe ich, dass wir da irgendwie noch TÜV drauf bekommen. Steht alles bis jetzt noch im Stern. So, wir haben das Auto gestern soweit fertig gemacht, also die Karosse. Die steht jetzt schon in der Lackierkabine drin, wie man sehen kann. Die haben wir gestern nochmal komplett mit Silikonentferner abgewischt, dass halt der ganze Dreck und das Fett und alles, wo wir angetatscht haben, halt runter ist. Jetzt müssen wir das Auto, denke ich, nochmal komplett abkleben. Und dann kann es eigentlich endlich losgehen und meine Farbe kann endlich auf die Karosse drauf. Und auf die anderen Teile, die müssen wir aber, glaube ich, nochmal schleifen, weil da ist nur Füller drauf. Die schleifen wir nochmal und wischen die auch nochmal ab, dann können die auch hier rein und dann geht es endlich los mit dem Lackieren, weil jetzt rennt langsam die Zeit. Es muss losgehen, heute ist schon Mittwoch.
werde noch eine kleine Stelle freimachen, dass ich die Kamera da dran halten kann und dass ich euch das besser zeigen kann. Aber wir werden dann gleich auf schwarz-weiß umstellen, denn Farb... den Lack seht ihr ja dann erst nächstes Wochenende. Also wenn wir dann am Wörthersee sind, dann machen wir die Veröffentlichung, keine Ahnung, wie wir es nennen, aber gleich wird hier auf jeden Fall schwarz-weiß. Die Jungs gehen jetzt nochmal mit einem Honigtuch drüber und blasen nochmal alles schön ab. Das ist immer richtig behindert, wenn man die Kamera selber halten muss und sich selber filmen muss. Die Jungs lassen mich schon wieder aus. Falsche Richtung, so. Und das ist quasi jetzt nochmal der letzte Schritt, bevor es jetzt endlich losgeht. Da! Oh, ich freue mich schon richtig. Abschluss, Zellenprüfung ist das heute? Ja. Die Stoßstange geht dann erst später rein, oder? Ja. Die Tür macht auf, das Tor macht weit. Auf! Zu. Nein, damit. Nee, stopp, okay. Ich komm doch nicht durch, Alter. Magst du noch mehr schreiben? Ja. Und jetzt wird es dazu. Wollen wir mal rühren vorher? Darf ich rühren? Nichts rühren. Nicht rühren? Nein, Rotor gehen rein. Deckel drauf. Warum darf ich nicht rühren? Weil die Farbe sich sonst verändert oder was? Mit der Daisy, will, weil sonst wirst du ja teilweise so ganz kleine Grammanteile an die Becher. Der Deckel reicht schon, ich muss auch nichts weiter machen. Nee, da reinstellen und dann drückst du auf den Knopf da vorne. Das haut nicht weg, den Deckel? Nein, den haut es nicht weg. Glaubst du, ne? Achso, okay, das hat ja kein Ding. Da vorne ist ein Knopf, da wo die Uhr ist. Ja, drück einfach auf den linken, ganz linken Knopf. Linken, ganz linken Knopf. Genau, linken, ganz linken Knopf. So. Ich will mich doch mal draufhacken, oder? Die hack dich drauf. Und nicht die Tische. Genau, ich glaube, das ist die Wunde richtig gemacht, oder? Oder schon mal jemand durch die Tische. Eins. Aber das Ding ist Pflicht in Verbindung mit der Daisy. Das ist die geilste Farbe, die es gibt einfach. Dieses Graue, es ist einfach herrlich. Nächste Woche gibt es ja dann die Auflösung. Welche Farbe ist eben geworden? So, Auto ist endlich aus der Lackierkabine gekommen. Für euch noch schwarz-weiß. Ich sehe es schon als Farbe und ich finde die Farbe einfach nur mal hammer geil. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ja, Karosse ist, wie ihr seht, schon lackiert. Meine Motorhaube steht da hinten, meine Türen sind schon lackiert und meine Stoßstange für vorne ist auch schon lackiert. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. So, die Jungs sind doch noch heute ein bisschen fleißig. Die lackieren jetzt meine restlichen Teile.
die noch gefehlt haben, damit wir morgen zusammenbauen können und das Auto endlich wieder zu uns holen können. Das ist echt, es läuft wie am Schnürchen. Ich denke, wir werden unseren Zeitplan vom 16.05. doch einhalten. Bis jetzt fehlen dann nur noch unsere neuen Felgen. Naja, mal gespannt, wie die dann auf dem Auto aussehen. Aber jetzt verabschiede ich mich, glaube ich. Ich wollte euch nochmal fix den Standpunkt jetzt vom E36 zeigen. Wir haben jetzt Samstagabend. Wörthersee ruft schon. Ja, so weit sind wir jetzt gerade gekommen. Gerade haben wir versucht, die Schweller dran zu basteln. Da sind neue Clips dran, aber irgendwie, falls jemand einen Tipp hat, raus damit. Die Schweller, die wollen nicht so richtig. Und ja, ansonsten fehlen beim Lackierer sind nur noch, glaube ich, der Spoiler ist nur noch da. Die Scharniere, der Hecklappe. Ja. Und der Frontträger. Ja, ansonsten, der Rest liegt alles schon drin im Showroom. Es muss nur noch dran gebaut werden. Jetzt gerade steht der E36 ja noch auf den Hartgefelgen von meinem Kumpel. Die muss ich dann auch bald abgeben, in der Hoffnung, dass meine Felgen am Dienstag endlich kommen. René, die Zeit drückt. Soweit sind wir jetzt gerade. Innenraum ist soweit eigentlich original alles geblieben. Auf dem Innenraum habe ich mich jetzt nicht so konzentriert, weil sonst hätte es, glaube ich, in erstmal den preislichen Rahmen gesprengt. Und ja, das wäre jetzt in der Zeit auch nicht, hätten wir jetzt auch nicht mehr geschafft. Das Einzige, was wir halt noch gemacht haben, wir haben die A- und C-Säulen haben wir in Alcantara selbst bezogen. Ist jetzt nicht schön, aber selten. Oh, ich finde es eigentlich echt geil. Nee, es ist echt top geworden. Also ja, hier hinten sieht es immer noch aus wie Kraut und Rüben. Das ist noch, naja. Ja, fehlen noch die M-Leisten. Und wir machen alle, was mir auch persönlich wichtig war, alle Dichtungen neu. Die Türdichtung hier, die Türrahmendichtung, die bestellen wir noch eine mit einem schwarzen Stoff drin, weil mit dem grauen Stoff, das finde ich, das passt jetzt nicht so unbedingt. Die Schweller müssen, wie gesagt, noch dran, die wollen nicht so richtig mit dem Klitzen. Es ist nur noch zusammenstecken, alles ordentlich machen, einmal das Auto richtig schön aufbereiten, Felgen. Und da hatte ich ja vorhin noch mal bei Instagram gefragt, was ich noch so für Fragen zum E36 habe. Ich habe mir das mal schnell fix noch aufgeschrieben, bevor ich dann die ganze Zeit durch mein Handy scrolle. Eure Frage war, welcher Motor ist drin? Den können wir eigentlich gleich mal zeigen. Es ist noch der originale 2,5 Liter Motor drin. Es ist jetzt im Gespräch, entweder bauen wir von Max den 3,2 Liter M3 Block rein oder wir hatten noch die Idee, ein 2JZ vielleicht rein. Das wäre irgendwie cool, aber... Ich sag mal, Vorschläge erwünscht, aber... Ich habe immer Angst wegen... 2JZ wäre schon... Ich hab immer Angst ein bisschen wegen TÜV. Wenn wir's, also ich möchte ja eigentlich immer alles legal haben, weil jetzt ist es noch so mit dem Luftfahrwerk, das haben wir auch noch nicht eingetragen. Aber aha, und so fährst du zum Wörthersee? Der ist ja nicht angemeldet. Was hat noch jemand gefragt? Habt ihr alle Dichtungen neu gemacht? Ja. Haben wir ja gerade gezeigt. Wie viele Stunden stecken drin und wie viel Euro? Boah. Das ist eine gute Frage. Das war ja. Stunden würde ich jetzt mal aus dem Kopf grob überschlagen. Das könnte ich gar nicht sagen. Karosserie alleine waren jetzt 70, 80. Und dann Mechanik insgesamt. Ich meine, ist ja noch nicht ganz fertig, aber ich würde jetzt mal sagen, so 120 Stunden ungefähr. Echt so? So viel? Na locker. Eine Woche hat 40 Stunden. So, wie lange machen wir jetzt da rum? Also insgesamt die Schliffen habe ich ja an dem einen Tag schon mal 8 Stunden, dann an dem anderen Tag nochmal 8 Stunden. 8 Stunden Spiegelkappen geschliffen. Stunden. Also ich habe echt lange beim Schleifen gebraucht, aber ich wollte auch, dass es echt schön ist. Läuft alles nach Plan. Es läuft nie nach Plan. Nein, bis jetzt nicht, denn ich habe ja meine Türpappe zum Sattler geschickt und der Sattler hat die an uns zurückgesandt und ist ein Fehler bei der Post passiert. Meine Türpappe ist gerade in Belgien. Ich hoffe, die kommt rechtzeitig ja noch bis Mittwoch an. Also nein, es läuft gerade alles absolut irgendwie nicht so. Also nicht alles, aber es läuft nicht nach Plan. Meine Felgen sind wie gesagt noch nicht da. Wenn man es eilig hat, kann man sich auf die Post einfach immer verlassen. Ja, immer so. Außer wenn du den Scheiß einfach nicht brauchst, dann liegt er am nächsten Tag da. Ja, falls man auf den originalen BMW-Rädern beim Wörthersee stehen. Ja, die sind doch geil. Ich finde es nicht schlecht.
Ja, es ist vor allen Dingen so viel Platz noch hier drin. Du könntest noch deinen ganzen Kopf reinstecken. Mach mal. Welche Felgen kommen drauf? Das haben wir auch schon beantwortet. Ich wusste bloß immer nicht... Naja, du hast gesagt, wer der Hersteller ist, aber das ja. genaue Design das kommt genaue ja dann Design erst... Das genaue Design habe ich noch nicht verraten, für welches ich mich entschieden habe. Und ich habe noch was Cooles. Ich wollte immer unbedingt ein E36 T-Shirt haben und jetzt haben unsere Jungs... Ist jetzt wieder Farbe? Jetzt, Patrick, jetzt wird wieder Farbe. Unsere Jungs haben ein paar coole Designs entworfen und ein paar coole Shirts. Die wird es geben für die Jungs und für die Mädels. Das muss ich gerade sehen. Da kommen noch mehr Designs. Das ist nicht das Einzige, aber das ist gerade so mein Lieblings-T-Shirt von allen. Deswegen habe ich das an und wollte euch das gleich zeigen. Schön mit den Hartgefällen. Übrigens den Daniel sein Auto. Ja, das ist den Daniel sein Auto. Also das ist ein Auto, meins, weil Auto viele, aus unserer Clique. Weil viele schon gesagt haben, oh, jetzt er wird Sierra rot. Nein. Aber nächste Woche wird es verraten. Da ist dann die Spannung endlich vorbei, alles. Gibt es, glaube ich, nichts weiter zum sagen. Oder willst du noch irgendwas sagen? Nö. Ich hoffe, man sieht sich am Wörthersee, falls ihr uns seht. Oder falls ihr das Auto seht. Anquatschen oder gleich auf die Schnauze hauen. Ich würde mich freuen, das Auto in vielen Storys zu sehen. Verlinkt mich und MX Motorsports. Wir freuen uns da sehr. So viel Arbeit und Zeit, wie wir da reingesteckt haben. Wenn euch das Auto gefällt, ich hoffe natürlich, es gefällt euch. Und ich hoffe, die Farbe gefällt euch genauso wie mir. Also ich finde es ja hammergeil. Was ich vielleicht mal verraten könnte zur Farbe. Sie sieht... Es ist nicht rot. Es ist nicht rot, ja. Sie sieht in jedem Licht anders aus. Und jedes Mal, wenn ich sie fotografiere, sieht sie auf dem Handy auch jedes Mal anders aus. Also einfach googeln, welche Farbe sieht immer anders aus. Ja, welche Farbe sieht immer anders aus. Wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!